Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, wir bestaunen gerade hier ein Biotop auf dem Friedhof von Leutstetten. Hier drei offene Grablegungen, also Grabstätten. Interessant, gehen wir mal auf den Friedhof. Normalerweise geht eher der Platz auf die Friedhöfe. Ne? Aber hier ist Platz. Das ist ja toll, was genau da wächst, wo das Grab war. Also da merkt man, die Information ist da. Löwenzahn und Akelei. Schön. Und Klee. Ja. Und Klee. Also, Damen und Herren, wir sind hier zur Kirche in Leutstetten gekommen, weil Herr Fenzel, diese Kirche eigentlich so eine, haben wir schon mal drüber geredet, so ein typisches Zeichen ist, dass sich die ersten Mönche hier in Bayern sehr schwer getan haben und da mit so Winkelzügen arbeiten mussten, um sich einmal so der Weiblichkeit anzunähen und zum anderen aber auch diese alten heidnischen Gottheiten so ein bisschen nicht hinten über die Klippe springen zu lassen, über die Klinge, sondern die mit einzubeziehen. Und dann zu integrieren. Und da haben wir eben ein besonders gutes Beispiel. Aus dem Grund ist ja immer geschlossen, weil hier gleich Kultgruppen reinkämen und fünf zackige Sterne gemalt haben und alles Mögliche. Aber hier ist an der gegenüberliegenden Wand ein lebensgroßes Bild der drei Beten. Ein Pet, Wild Pet, Kerpet heißen die hier. Die drei. Ein Pet, Wild Pet und Wild Pet und Gerpet oder Borpet, verschiedene Benennungen. Was ist das Pet? Für was steht das? Pet, schöne Frage, ist für Beten. Ist das gleiche Wort wie Bett, also die Liegestatt, die Erdanbindung wieder, das Weibliche. Auch im Französischen Le Bé, in vielen Ortsnamen, Amper, Pettenbach, Meitenbeet. Ach, das ist der Ost, das ist interessant. Es gibt ganz viele Orte, wo die Bet drin ist, auch in dem Wort Elisabeth natürlich. Dann ist ja praktisch, dann sind diese Orte eigentlich keine germanischen Gründungen, sondern keltische Gründungen. Keltische Gründungen, ganz genau. Meine Germanen kamen erst später, ne? Die sind später. Und die hatten keine Beten, sondern glaube ich, da waren es die Nornen, gell? Da waren es die Nornen, die sind ja auch wieder dreifach. Das ist immer das Gleiche, der Nornenbrunnen sind drei, die drei Schicksalsgöttinnen, wie heißen es, Urd und Skild, die dritte fällt mir jetzt nicht ein. Und dann kommt das Christentum daher, ja relativ spät, im 5., 6., 7. Jahrhundert ist die Missionswelle, die iroschottischen Wandermönche. Und Rom hat die klugerweise erst einmal nach Norden geschickt, damit die da gebrieft worden sind in Coaching-Seminaren. Das hat mich immer gewundert, dass die nicht einfach über die Alpenpässe drüber gegangen sind, weil ich meine, die hat es ja dort schon gegeben, das haben wir die Römer schon. Das war die schon, haben die Römer schon befestigt, diese, der Fernpass oder diese Trenner. Diese krampfhaften Anwohner hier, die hätten gesagt, der hat ein Gletscher, der predigt dann. Oder vielleicht haben wir zu der Zeit halt noch gewusst, was aus dem Rom oder aus dem Italien mal hier war und ja, hier passiert genau, ist und genau, wollte eigentlich mal nicht da nicht unbedingt. Gesehen. Genau. Das ist ja erst durch die Tourismuswelle wieder aufgewirkt. Ist auch interessant, auf was da kommt. Aber Sie wissen ja selber, wie willkommen uns immer die Iren sind. Es gibt ja hier in München mittlerweile keine bloß Iren, sondern auch irische gastronomische Einrichtungen. Die sind ja sehr sympathisch, gell? Genau, ja. Wir haben einen Konsul. Die Farbe grün, diese Tanzgruppen. Ich glaube, der Konsul ist dem Sender sogar ziemlich nahe. Ja. Und motiviert uns auch immer wieder, über solche Verbindungen nachzudenken. Hochinteressant, ja klar. Und dann sind also die Kummer und haben dann irgendwie das Problem gehabt, jetzt müssen es doch irgendwie die Leute noch irgendwas, wie soll ich sagen, mitgeben auf den religiösen Weg, was schon kennen. Ganz genau. Und das waren die drei Beten, die man dann, was man die Heilige, die haben dann im Katholischen dann anders geheißen. Ich glaube, das eine war die Barbara, oder? Barbara, das ist die Borpet. Und Barbara ist ja immer noch, also urweiblich für Geburt und Fruchtbarkeit. Ich glaube, Barbara hat Namenstag am 5. Dezember, hoffentlich habe ich es richtig im Kopf. Und da steckt man heute noch Barbara-Zweige. Und wenn die aufblühen, kommt der Baby ins Haus. Und so hat jede bis heute. Dann ist Weihnachten. Oder es wird, weil im warmen Zimmer den natürlich viel schneller zum Blühen anfangen, als dann draußen am Baum. Ne? Weihnachten ist ein Baby. Das Baby, das heilige Baby. Stimmt. Das ist eine wunderbare Einheit und sehr geschickt gemacht. Ja. Und man kann das nachweisen, wie St. Oswald, also diese Rambo-Heiligen jetzt, die so mit Schutzschild und so, sind meistens keltische, die halt dann vereinnahmt worden sind. Die Rambo-Heiligen. Oder der heilige Martin. Also, Barbara, wer noch? Margret, glaube ich, oder? Margarete mit dem Wurm, also wieder der Drache, über den haben wir ja schon viel geredet. Barbara mit dem Turm. Barbara, das ist diese Borpet, die wird meistens mit einem runden Turm dargestellt, weil sie muss sehr gescheit gewesen sein, dann hat sie ihr Vater eingemauert. Also die hat nicht aufgehört zu reden.
Das waren gescheite Frauen. Der Urkonflikt zwischen Männern und Frauen. In einer Zeit. Und bevor du ein Loch im Bauch hast, genau. Machst du das lieber im Tuch. Also Wahnsinn. Das sind Abgründe, die sich auftun. Und die dritte? Ist Elisabeth. Elisabeth. Die wird immer dargestellt mit einem Folterrad. Eigentlich ist es das keltische Lebensrad, aber im Christentum ein Folterrad. Da musste er immer wehtun im Christentum. Und die ist auch, muss sehr gescheit gewesen sein, Elisabeth von Tours, und ist dann geköpft worden, weil sie nicht aufgehört hat zu reden. Man hat die gegen 50 Philosophen anreden lassen und dann hat sie immer nur Oberhand gehabt. Das sind die Philosophen irgendwie nicht seelisch verwunden. Genau. Wenn Sie mal dahinter schauen, Damen und Herren, senkst du hinten den Maibaum. Der wird also hier in Nordstedt nicht am 1. Mai aufgestellt, sondern in einem Geburtstag von einem bayerischen Herzog. Ich muss jetzt meinem Leidwesen gestehen, glaube, wie hat denn der geheißen, der Vater vom Prinz Franz? Dem Max, in Bayern? Oder? Nein, nicht in Bayern, in Bayern. Der wird am Geburtstag von einem bayerischen. Ich glaube, ein Sohn von Ludwig III. Ist das gewesen. Ich weiß nicht. Aber das macht jetzt nichts. Während wir reden, bewegt sich. Ja, mei, das ist halt der Windrad da drum. Also, wir werden mal hilfreich, Damen und Herren, dann versuche ich noch die Erkundigung für Sie einzuziehen, weil wirklich das ist der einzige Maibaum, der nicht am 1. Mai aufgestellt wird. Aber dazu gleich mehr. Wir sehen uns wieder im Biergarten bei einer kühlen Masse. Genau. Und dann schauen wir mal weiter. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, jetzt begrüße ich Sie wieder in Leutstetten. Diesmal in der Schlossgaststätte. Jetzt müssen wir vielleicht gleich eingangs nochmal auf diesen Maibaum zu sprechen kommen, Herr Fenzel. Weil Sie nämlich eigentlich das hätten wissen müssen, weil Sie sind ins richtige Gymnasium gegangen, gell? Ins Ruprecht-Gymnasium, ja. Die Frage war also aus der hohlen Hand. 1911 gebaut und da ist der Kronprinz Ruprecht groß als Bild in der Eingangshalle gehängt. Sind aber gut. Und eben hier in Leutstetten, Damen und Herren, wird eben nicht der Maibaum am 1. Mai wie sonst überall auf der Welt aufgestellt, sondern ich glaube der 18. Mai ist, da ist mit der Geburtstag vom Kronprinzen gewesen und da wird hier der Maibaum errichtet. Herr Fenzel, Schlossgaststätte, es gibt hier ein Schloss in Leutstetten, wo also der letzte bayerische König auch gelebt hat, Ludwig III. Nein, Ludwig II. Wird es nicht gewesen sein, der Prinzregent Luitpold, wo hat der gewohnt? Es müsste der Prinzregent Luitpold gewesen sein, ja. Vater, ja. Aber der war nicht hier zu Hause, der hatte auch schon hier Ansicht. Teilweise, ich habe es bei Führungen das Glück gehabt, dass ein Wirt, ein Ein-Sterne-Koch es geschafft hat, da reinzukommen, einfach durch Freundlichkeit. Er hat gesagt, man hat einen fantastischen Blick bis über den Starnberger See. Und das Nette ist, die Karlsburg auf dem Karlsberg, der hier gleich wäre, ist damals abgetragen worden und damit hat man das Schloss gebaut. Also, wann ist dort mal gewesen? Ungefähr? Vor ungefähr 150 Jahren. Und da hat man dann praktisch die Stirn auf dem Schlossberg gemacht. Ja, ja. Ich habe mir das Schloss einmal aus der Nähe angeschaut, weil nämlich meine Großtante auf der Welt zwei Dinge über alles geliebt hat. Das eine war König Ludwig II. Und das andere war das Zillertal. Mhm. Aber wenn sie gar nicht mochte, war König Ludwig III., weil der nämlich seine Milch, die er hier von seinen Kühen eingefahren hat, nicht in München verkauft hat, sondern nach Berlin, genau, vom Milchbahnhof aus, Güterzüge hat liefern lassen, weil er mehr Geld verdient hat. Entsprechend der Spitzname, oder? Der Millebauer. Ja, der das ist phänomenal. Ludwig I. hat einen unglaublichen Namen. Ich befasse mich auch sehr mit Kunst. Also diese Stieler-Bilder, die jetzt sehr wertvoll sind zurzeit. Die Schönheitsgalerie sowieso, aber auch andere Bilder von Stieler. Und das Y in Bayern und natürlich dann König Ludwig II., mein Liebling, weil sie der mit Kraftorten so beschäftigt hat. Das Y von Ludwig I. oder was? Ja, durch seinen Gräkismus, so, also durch seine Griechenlandliebe hat er das Bayern hellenisiert. Mhm. Da sind ja die bayerischen Farben sind ja den griechischen identisch, blau und weiß. Und darum kommt das Y ins Bayern, I. Die Puristen schreiben es ja immer mit I. Naja, und Ludwig II. Hat sich ganz bewusst auf diese magischen Orte gesetzt, hat einen schönen Namen dafür gehabt, kosmischer Einstrahlungspunkt.
kosmischer Einstrahlungspunkt. Einfach ein Astrologe vor dem Herrn, oder? Ja, ja, der ist da total gut drauf gewesen. Er war auch technisch ein Vorreiter. Schade, dass er Walt Disney nicht begegnet ist. Die zwei gehören zusammen. Ja, Disney hat sich ganz stark von ihm inspirieren lassen, der Themenpark. Ja, klar, aber jetzt mal Anaheim, Disneyland, ja. Cinderella Castle ist ja, ja. Schloss Neuschwanstein 1:1, 1:9. Und die Idee des Themenparks, was er Ludwig im Garten von, im Park von Linderhof hat, mit dem maurischen Pavillon, mit dieser Venusgrotte, mit diesem Schwanenpower. Also das alles gehört eigentlich in die Disney-Zeit. Mhm. Aber die zwei sind sich natürlich zeitlich nicht begegnet, geistig aber schon. Ja. Dann nach dem Prinzregenten, da gab es dann einen weiteren Prinzregenten. Das war Ludwig III. Und dann, der hat mich schon praktisch mit den Aufgaben eines Königs betraut, bevor er zum König gekrönt wurde. Und dann hat er leider Gottes nur 3 Jahre lang als König Bayern regieren dürfen. Ja, schon eigentlich gern. Schade, weil die Wittelsbacher haben so einen schönen Aufstieg. Das hängt ja mit der Geschichte von Andex zusammen. Die Andex Merania, also ein wunderbarer Gewaltdelikt. Ja, der hat irgendwie einen König umgebracht oder einen Kaiser. Genau, das ist einfach, ich glaube, Philipp der Schöne ist der Schlong geworden auf Bayerisch. Ja. Und dann haben die Wittelsbacher, wie man heute halt politisch das ausdrücken würde, die Verantwortung übernommen. Sie haben das Land nicht allein gelassen. Damen und Herren, also wandeln Sie auf historischen Pfaden. Setzen Sie sich auf Ihr Rad und fahren Sie von Starnberg nach Gauting. Dann können Sie diese Orte besuchen, über die wir jetzt gesprochen haben, zusammen mit Fritz Fenzel. Ja, wirklich ein schöner Ausflug. Aber Maus ist nicht umgekehrt, sonst müssen Sie aufwärts fahren. Wissen Sie, also Fluss, die Würm fließt ja immer runter. Also folgen Sie dem Lauf des Wassers. Okay? Das war der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel.